Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast Reborn aus dem Schrank. Irgendwie hat das Spiel den letzten Teil nicht gespeichert, das heißt wir müssen jetzt nochmal kurz unsere Zeit absitzen sozusagen. Ja, du findest uns doch sowieso nicht. Du kannst nur den Schrank neben uns aufmachen, aber nicht unseren. Du bist einfach dumm. Ja. Jetzt muss ich dich wieder filmen, was? Bist schon wieder auf YouTube. Chris Walkers fetter Arsch Part 2. Das ist der Name des Videos. Naja, egal. Jo Leute, wir müssen jetzt hier lang und dann geht's ab in den Keller. Und dort... ich möchte ja nicht zu viel verraten, aber das wird Albtraum. Das wird Albtraummodus. Okay, es gibt keine andere Möglichkeit. Wow, guckt euch mal an, wie sexy wir laufen. Okay. Ja, jetzt kommt diese verhasste Stelle. Oh Gott, wie ich das hasse. Ihr werdet dann auch gleich merken, wieso. Denn hier ist es nicht so harmonisch. Der Fettsack ist jetzt zwar weg, aber dafür kommt jetzt ein neuer Spast. Niemand, niemand. Ich weiß es gerade nicht. Was ist das? Okay, hier ist unser Gegner drin. Okay, das kann ich mir merken. Jetzt muss ich nur noch möglichst schnell... Hier ist eine Tür und hier ist eine Tür, okay. So, jetzt muss ich rennen. Sobald ich jetzt das mache, muss ich rennen. Okay, Leute, es geht los. Wieso musste ich das tun? Mach zu, mach zu, mach zu. Okay, bis jetzt läuft alles mehr oder weniger nach Plan. Bam, bitch. Na dann. Ein neuer Fall für den Schrank. Und jetzt heißt es abwarten. Jetzt heißt es wirklich abwarten. Jetzt kommt er zu uns. Oh, mein Controller vibriert, das ist verdammt creepy. Hallo. Keine Ahnung mehr, wie du aussiehst, aber ich glaube, du bist ganz netter. Okay, du hast so ein nettes Teil. Das sagt schon viel über dich aus. Ja, natürlich macht er wieder irgendeinen Schrank auf. Wo gehst du hin, ist jetzt die Frage. Wuhu! Ja, ich habe jetzt gerade wichtigere Sorgen als die Batterie. Scheiße, Alter. Holy shit, wieso? Okay, ich wusste nicht, dass du schon da bist. Das wird lustig, Leute. Ich kann euch sagen, das wird lustig. Keine Ahnung, wo er ist. Ich... Hallo! Renn! Du hast mich schon verloren. Du hast mich echt schon verloren. Das war die dümmste und unnötigste Verfolgungsjagd ever. Oh mein Gott, wieso bist du da? Alter! Wie geil. Oh, Alter. Okay. Das ist nicht lustig. Alter, was zum Teufel machst du? Okay, ich habe mich irgendwie in der Steuerung verdrückt, so wie es aussieht. Was, du Bitch? Hier. Friss das. Ja. Das ging gar nicht ganz gut. Das war risky. Aha, Bitch. Ne, juppa, juppa, je. Tschüssi! Nein, nicht, Alter, was zum Teufel ist los? Geh doch, Alter! Ah, endlich! Funktioniert offenbar erst, wenn dich jemand
Nein, du stirbst jetzt nicht. Wenn ich sage, du stirbst jetzt nicht, dann stirbst du jetzt nicht. Scheiße, Alter. Nein, oder? Ich weiß nicht, was schrecklicher war, die Todesszene oder der Frame Drop. Was? Oh, es läuft. Es läuft. Läuft bei mir. Alter, wieso drehst du dich die ganze Zeit um? Ich begreife den Typen einfach nicht. Da müsste es jetzt ja gehen. Dann habe ich es jetzt geschafft. Offenbar habe ich es geschafft. Toll. Gut, ich dachte schon, ich müsste alles nochmal machen. Und jetzt die Tore öffnen oder zumindest versuchen. Au. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Nun ja, was soll man dazu noch sagen? Boah, was für eine Nacht. Das waren zu viele Drogen. Definitiv zu viele. Und ich hätte auch die Finger vom Alkohol lassen sollen. Boah. Hashtag Kater. Oh. Okay, rest in Pisse. Vergiss nicht, dass Notizen deinem Notizblock nur... Das weiß ich schon. Hallo? Danke. Der Service, zuverlässig wie immer, kommt auf Knopfdruck. So, und jetzt sind wir hier in der Halle der Idioten. Da geht's schon mal nicht hin. Ey, du machst einen Dance. Da mach ich auch mit. Warte mal. Okay, Entschuldigung. Das ist so unnötig. Who's this? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. Ja, ja, euch auch einen wunderschönen guten Morgen. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie den Weg hinausfinden. Oh, Mann. Schon wieder mehr Feinde. Alter. Oh mein Gott. So, hier geht's weiter. Aber ich möchte trotzdem gucken, ob hier irgendwie noch Batterien sind. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, hör auf damit bitte. Mir zuliebe. Wow, das Baseball-Handschuh-Gesicht. Okay. Naja. Alter, hör auf damit, du Idiot. Das sind nicht alles Idioten hier. Psychisch kranke Idioten. Hübbe. Wow. Kein Kommentar. Wir können uns hier mal ausnahmsweise die Notizen angucken. Ja, die ist schlecht. Ich bin drin. That's what he said. Großer Dreckskerl. Chris Walker. Yep. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich. Dieser Scheißort. Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Ja, ja, ja. Das denke ich mir eigentlich auch. Okay, jetzt kommt diese Stelle. Ganz langsam... Mami sagte immer, ich muss ganz langsam klettern, sonst falle ich runter. Und jetzt Vollgas! Wow!
Ach du Scheiße. God always provides a way. Sorry Leute, ich muss gerade rülpsen. Folge den Blutspuren. Das kenne ich doch. Ja, aus dem Nisha. Okay. Da war jemand schon vor uns, der durch Periodenblut gelaufen ist. Gelaufen, genau. Sorry Leute, da kommt wieder mein Schweizer Akzent durch. Ich meinte natürlich gelaufen. Gelieft, gelauft. Ah, nee, jetzt kommt diese Kanalisationsszene. Naja, Leute, ich glaube, es ist sowieso Zeit, die Folge zu beenden. Das heißt, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und in der nächsten Folge gehen wir dann dieses Loch runter. Und mal gucken, was uns da erwartet. Tschüss.